Diese Gruppe ist ausgesetzt. Hey, wer ist du? Ja, den kennen wir. Ja, ihr mordender Psychopath, eure Eidechsen haben Leute umgebracht und wir werden nicht zulassen, dass sie weiter töten. Ihr werdet nirgendwo hingehen, genau. Genau. Monsterbeschwörung sollte helfen. Toll, wir sind geführt. Aber der Magier ist schon mal tot. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, ist sehr gleich. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. So, die Furcht ist weg. Achso, die Hunde hier sind alle versteinert. So, stirbt Basilisk. Sehr gut. Ja, versteinerte Kampfhunde. Gut. Also plündern wir erstmal die Basilisken. Ich finde immer noch, dass das sieht aus wie Käsehecken. Der Chassar. Fast. Fast ein Level up. Was wie befohlen. So, Düner hier, du guckst dir mal den verrückten Magier an. Heiltrank, Heiltrank, sehr schick. Alp und eine Robe. Robe des Abenteurers. Klingt nicht schlecht. Was haben wir? Schurkenrobe. Plus 1 gegen Spaltwaffen, Bonus gegen Tod. Schmetterwaffen. Bonus gegen Versteinerung, Verwandlung. Oh, klingt besser. Wolke schreiben. Hat geklappt. Alp leider nicht. So. Khalid einen neuen Trank. Ja, beinahe unter. Ich hoffe jetzt einfach mal auf gut Glück, dass die. Dass der Versteinerungsschutz noch so lange anhält, wie wir hier unterwegs sind. Ich bin ganz Ohr. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ja, und die Kampfhunde lösen sich auf. Für die Gerechtigkeit. Genau, hier gibt es nämlich noch ein paar Basilisken. Also mindestens den einen. Und ich lösche mal kurz hier im Zauberbuch. Ups. Macht neue magische Geschosse draus. So. Beinahe unter meiner Würde. Das waren jetzt aber, glaube ich, immer noch nicht alle Basilisken. Ich hoffe es zumindest mal. Ich will nicht kurz vorm Level Up jetzt hier out of Erfahrungspunkte Quelle gehen. Aber sieht schlecht aus. Dafür haben wir schon mal das Gebiet hier gesäubert. Außer vor ein paar Gnolltöter, ne? Die hier Menschenstatuen zu klumpauen. Schade. Also ja, wenn man sich das anguckt, die ganzen Leute hier wurden kaputt gehauen, verstümmelt. Hier ist sogar ein Bär versteinert. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Da sind zwei versteinerte Leute. Da ist jemand versteinert worden. Da ist noch jemand versteinertes. Ja, ich denke mal, wir verlassen dieses Gebiet. Bis dahin sind es 16 Reisestunden. Bis dahin nur 12. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt noch das Gebiet hier machen soll oder ob ich das Gebiet mache, wenn wir Larswood und Paltway machen.
Ich glaube ja, ich glaube, ich mache jetzt endlich mal das Gebiet hier. Oh, wo sind wir? Weil hier steht ein Junge drin. Hallo du. Kommt bloß nicht näher, sonst rufe ich Mama und die verpasst euch eins mit dem Gürtel. Entspannt euch, Kind, ich tue euch nichts. Natürlich, das haben diese anderen Banditen auch gesagt und dann haben sie gleich eine Karawane überfallen, die gerade die Stadt verließ. Das war ein Haufen Lügner, genau wie ihr wahrscheinlich. Haut ab. Okay, nettes Kind. Wir machen jetzt endlich mal das Gebiet hier, weil das ist jetzt eigentlich schon viel zu leicht geworden, das Gebiet. Geben da dem freundlichen Arm endlich die ganzen Questsachen ab, die wir noch mit uns rumschleifen. Und dann können wir Ulcaster endlich angehen. So, erstmal hier umgucken. Hier in dem Gebiet soll sich auf jeden Fall noch ein Oger rumtreiben. Und mittlerweile sind Oger ja... Naja. Er lässt dich als gefährlich. Also normale Oger, keine Berserker. Und dieser Oger, der schleppt noch Zeug mit sich rum. Dum-di-dum-di-dai. Ja, ich erkunde hier einfach mal alles aus Sorgfaltspflicht oder so ähnlich. Währenddessen kann ich mal kurz hier so rumsortieren. Na gut, hier ist nichts Wichtiges. Du hast einen Heiltrank. Ist hier irgendwas, was wir nicht bräuchten? Trank der Freiheit. Doch, den sollten wir behalten. Den können wir allerdings weiter nach vorne stellen. Genau wie den Trank hier. Ich würde fast sagen, stellt da die Tränke hin. Explosionstrank ist eher eine Waffe, die Dynahira benutzen sollte, mal werfen sollte, wenn es nötig ist. So, weiter. Ein Park zu warten. Was stand da? Die Mitglieder dieser Karawane ereilte ein gewalttätiger Tod. Und auch wenn kein Hinweis darauf zu finden ist, darf wohl angenommen werden, dass Räuber dafür verantwortlich sind. Oh, aber da liegt Zeug rum. Ich hab genug davon. Oh. Und du brauchst Pfeile. Hat Minsk noch genug Platz? Ja. Geben wir ihm etwas von dem Schmuck ab, so. Du bist ja ein komisch. Ich hab genug davon. Währenddessen guckt sich immer in die Truhen hier an. Hier ist nichts. Hier sind 7 Goldmünzen drin. So, und ja, ein nichts Ring. Leichter als das. Oh, ihr habt den Swart ein bisschen weit verfolgt, merke ich gerade. Ja, ich gehe jetzt zum östlichen Kartenrand und dann gehe ich im Zickzack alles ab. Oh. Noch mehr Swarte, 2 Stück. Ja, ich glaube, das ist eine von den festen Gruppen, die hier rumstreuen. Weil das hier ist ja eigentlich Anfängergebiet, wenn man es so sieht. Die Swarte geben auch nicht mehr wirklich Erfahrung. Ja, ich hätte echt viel früher hierher kommen sollen. Aber ich wollte halt einfach nicht so viel Zickzack hin und her laufen. So. Dir fehlen nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Das dürften wir sogar wahrscheinlich mit dem Oger und den beiden Aufträgen, die wir noch haben, abhaken können. Oh.
Räuber. Für die Gefangenen. Viele Räuber. Was wollt ihr, und dann noch ein Zwart. Mehrere Zwarte. So, die Boxen hier war weg. Wenn man besser geeignet ist. Den einen können wir in Ruhe lassen. Talisa kümmert sich mal um Räuberskalpe. Oh, und Pfeile. Für immerhin, dann brauchen wir keine neuen kaufen. Was wollt ihr? So, noch ein Räuberskalp. Nochmal Pfeile für Imoen. So. Und dazwischen liegt noch einer. Was hast du denn dabei? Trank der Geschütztheit. So, Imoen Pfeile. Trank der Geschütztheit. Widerstand gegen Elektrizität. Kann verkauft werden. Was? So. Dann mal weiter in die Richtung. Oh, hier ist noch eine überfallene Karawane. Die haben wirklich einige Karawanen hier überfallen. Es könnten die Räuber gewesen sein, die ich gerade getötet habe. Wobei man sich da echt fragt. Ja gut, wir haben jetzt verdammt viel Erfahrung schon mittlerweile im Kämpfen und Rumreisen und mit Räubern und so weiter und sind gut ausgerüstet, sogar mit magischen Sachen. Aber ich frage mich ehrlich, haben die Karawanen keine Wachen dabei gehabt, die sie beschützen können? Ja, nichts leichter als das. Oh, da ist der Xwart schon wieder. Da war der Xwart. So, eine Gruppe Kreischlinge, ein toter Xwart. Oh, und hier geht's runter. Sehr schön, da kann ich das Gebiet da unten auch noch aufdecken. Nee, nee, nee. Schön hier langlaufen. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier an der Stelle. War nicht ganz so geplant, aber es geht voran wenigstens. Ich habe es geschafft, die eine Verrückte zu verprügeln, die sich nur mit Männern anlegen will. Gerade mit Khalid. Ja, hätte ich einen männlichen Paladin oder so gespielt, einen männlichen Kämpfer, hätte das ganz anders ausgesehen. Aber nein, ich bin ja eine... Hab mich ja für das Let's Play für eine Frau entschieden. So, das Stück Steilwand können wir nicht aufdecken. Ist aber auch egal. Wir gehen jetzt wieder da lang. Decken hier die Reste auf und dann gehen wir nach Norden weiter. Den Oger weiter suchen, der die Gürtel, den Gürtel haben soll, den wir noch brauchen. Den wir im freundlichen Arm abgeben sollen. Übrigens haben wir den freundlichen... Ah, da ist der Oger ja schon. Dein Gesicht. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, Oger. Oh, du hast Verschwimmen dabei und zwei Gürtel. So, Verschwimmen ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Ja, der Riemen der männlichen Weiblichkeit. Der verfluchte Riemen der Weiblichkeit bzw. der Männlichkeit. Ein seltener und umstrittener magischer Gegenstand. Besitzt große Zauberkraft. Jeder, der so unvorsichtig ist, ihn um seine Hüfte zu schnallen, wird das Opfer einer Geschlechtsumwandlung, ehe er sich's versieht. Also ja, wenn sich Talisa den anzieht, wird sie ein Mann.
Es wird erzählt, dass vor nicht einmal 50 Jahren ein namenloser Hofnarr geköpft wurde, weil er den Riemen einer Geliebten von Herzog Lobelan als Geschenk überreicht hatte. Ja, der wird verkauft.